Ja, ich weiß noch, als das erste Mal hier reinkam, dann so vor der Arena, wo ist das verdammte Pokémon Center? Wo ist das verdammte Pokémon Center? Da bin ich hingeflogen, bin hier angekommen, dachte mir, oh, ich hätte nur weiter nach rechts fahren müssen. Hab ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Was wollt ihr denn haben? Das hier ist ein Retro-Let's Play. Wollt ihr News haben? Nintendo hat angekündigt, dass sie das Nintendo NX nicht auf der E3 zeigen werden, was irgendwie... Nintendo ist nicht immer auf der E3 und will irgendwie nur, also das, was da ist, will irgendwie nur das neue Zelda-Spiel vorstellen, das dann 2017 für die Wii U und das NX rauskommt. Was im Prinzip heißt, ich werde mir nie eine Wii U kaufen, weil wofür? Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Tja, Erik. Pech. Name Fleckmon. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Wart mal, bis es sich zu Lamus entwickelt. Was haben wir hier? Name Chenmeida. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Stimmt allerdings. Aber es gibt einfachere Wege, die Viecher zu fangen. Mistvieh. Name Voltoball. Ich wollte gerade fragen, wie ich an das Item rankomme. dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Nee, echt? Krass, wer hätte es gedacht? Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon? Nee. Nee. Niemals. Sollten wir vielleicht mit dem Detektor irgendwie nach dem Gebiss des alten Sacks suchen, ne? Aber ich glaube, das gab auch nur irgendeine TM, von daher, ach, egal. Ist übrigens gerade effektives Absuchen, ne? Name Ammonitas. Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. So, diese Spirale hätten wir bekommen, hätten wir uns das Helix-Fossil im Mondberg geholt. Ich habe mir das coolere geholt, so. Name Kangama. Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Ja. Mann, waren Pokémon damals noch einfach. Ja, wir nehmen Känguru und schrauben Hörner ran. Kangama. Voll krass. Werden alle feiern, das Vieh. Und heute so? Ne? Oh ja, nehmen wir uns einen Hund und machen einen Streifen dran. Oh, ey, voll einfallslos. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Lass mich in Ruhe. Hast du schon einmal X-Tempo ausprobiert? Ein Pokémon wird dadurch im Kampf schneller. Nee, ich dope nicht. Meine Viecher sind auch so stark genug. Du hast einen Wimpel aus der Safari-Zone. Kein Programmheft oder einen Kalender? Nee, ich habe gar nichts. Warum sollte ich? Hallo, kann ich dir behilflich sein? Hyperbälle. Hyperbälle. Endlich können wir Hyperbälle kaufen. Krass. Was habe ich noch so an Bällen zu vertübbeln? Hypertrank, Punkt, Genesung, Fluchtseil, Calcium, AP+. Ja, nee, ich komme später mal wieder, ne, Kumpel? Ich könnte Profi-Angel verkaufen, die werde ich sowieso nie benutzen. Safari-Spiel, Pokémon fangen, ja. Die Safari-Zone, einer dieser supergeilen Orte, mit dem man sich richtig krass seinen eigenen Spielstand zerschießen kann, wenn man weiß wie. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Die Safari-Zone besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Bevor du dich auf die Jagd begibst, solltest du den Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokébox anwählen. Ja, habe ich, glaube ich, gemacht. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest und kannst und darfst. Möchtest du auf die Jagd gehen? Aber natürlich! Das kostet immerhin 500 Pokédollar, also her damit. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. David S. erhält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über den Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Tipps für Trainer, drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Oh nein, noch 5 Zeit. Nee, 5 Zeit sind vergangen. Bleib stehen, du Wichser.
Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie. Wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, ach so, du fängst die also nur um zu. Was bist du denn für einer? Sarah! Hallo! Wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Keine Ahnung, ich habe draußen Erik gefunden, aber ich glaube, der betrügt dich. Denn der sucht eine Sarah, die ohne H geschrieben wird. Tut mir echt leid, dir das so sagen zu müssen. Also vielleicht such dir lieber einen anderen. Du kannst ja mal versuchen. Oh nein, nur noch 478. Das ist im Prinzip wurscht, weil ich will angeln. Drück mal die Daumen, dass gleich das kommt, was ich will. Oha, da hat was angebissen. Mann, bin ich gut. Das gefangene Dratini greift an. Hallo Dratini. Na du, wie geht's dir? Ball! Wird nie klappen. Und es flieht. Nein. Und es flieht. Du bist doof. Dich will ich nicht, dann will ich das andere, das nächste haben. Uns werden garantiert vorher die Bälle ausgehen, bevor uns irgendwas anderes ausgeht. Ich könnte natürlich beim nächsten Mal versuchen, mal ein paar Köder zu benutzen, aber das kannst du, glaube ich, ja. Ich habe das, immer wenn ich Köder auswerfe, rennen die Viecher weg, das finde ich auch nicht schön. Was ist denn das hier für eine scheiß Ecke? Ist ein Gratini oder jetzt nur Stiefel oder wie? Ich kann bald mein eigenes Schuhgeschäft aufmachen. Oder Restaurant, je nachdem. Muss man in der Scheibenwelt anfragen. Da gibt es einen so einen Laden. Die wollen das, die verbraten seit einem bestimmten Schweinsgalopp hoffenweise Schuhe. Wildes Krabbi greift an. Ich will aber keine Krabben. Ich will aber keine Krabben! Jetzt reicht's mir aber, komm her, du Mistvieh. Das sind sie wieder, weißt du? So ein wunderschönes Dratini. Ich geh weg. Aber so eine Krabbe bewirfst du mit Stein? Ja, nimm mich. Die müssen offenbar Minderwertigkeitskomplexe haben, die Viecher. Krabbi, Krabbe, Größe 0,4 Meter, 6,5 Kilogramm. Krabbi setzt seine Schere nicht nur als Waffe ein. Es hält damit beim Gehen die Balance. Möchtest du Krabbi einen Spitznamen geben? So, jetzt für alle, also Crab wird natürlich mit B geschrieben, aber ich mache MB Crab draus. MB steht übrigens für Mauerblümchen. Jetzt ist der Witz quasi doppelt festgelegt und einmal im Kreis gedreht. MB Crab wird auf Bills PC übertragen. So, jetzt aber bitte... Ne, noch ein anderes. Jetzt gib doch mal her. Willst du nur, dass ich mich bewege? So, jetzt habe ich mich bewegt. Jetzt gib her. Die Stiefel wollen mich frustrieren, aber ich gebe nicht auf. Siehste, schon hat sich das gelohnt. Erzählt mir, was ihr wollt. Ich werfe mal einen Köder, mal gucken, ob es abhaut. Dann hau ich halt ab. Das ist blöd, ne? Das ist wie beim Abra damals. Hier mussten wir nur Bälle werfen. Hier müssen wir schon wieder nur Bälle werfen. Dann hoffen wir, dass irgendwann mal was drin bleibt. Na du? Okay, jetzt Live-Vote, ne? Stimmt mal hier bei Twitch mit ab, ne? Was soll man machen? Köder oder Stein? Köder oder Stein? Natürlich 30 Sekunden Verzögerung abwarten. Sagen alle Pokéball. Nee, Köder oder Stein?
Köder. Komm, wir werfen mal einen Köder aus und wie es haut jetzt ab, dann seid ihr auf Twitch schuld. Ich dachte, du frisst, da kannst du nicht fühlen. So, danke Twitch-Chat. Das war jetzt wieder sehr cool. Ist es etwa zurückgekommen? Endon! Na, dein Glück. Also Entons werden gesteinigt, da kann kommen, was will. Was? Ich bin Pokémon-Rassist? Nie im Leben. Ich finde Leute ekelhaft, die Kopfschmerzen haben. Die ständige, ich hab Kopfweh. Sag wenigstens Kopfschmerz. Und nicht so ein Wähler ist, weh. Lamos, ich kann auch Leute nicht leiden, die sich ständig vor mir stellen und so lahmarschig sind, dass ich über meine eigenen Füße stolper beim Laufen. So, wen kann ich noch nicht leiden? Leute mit Scheren als Händen. Tut mir leid, Edward. Jetzt so eine junge Generation. Edward? Aber der hat doch eine spitze Zähne. Recherchier mal, Edward mit den Scherenhänden. Da möchte jemand gesteinigt werden. Und wer ohne Enton ist, werfe den ersten Stein. Offenbar scheint nur Krabby genug, also überhaupt keine Selbstachtung zu haben, so rum. Dass er wirklich permanent meinte, oh ja, nimm mich mit. Was hat denn der? Der hat irgendwie drei Steine abgekriegt und ist nicht abgehauen, ne? Was soll ich nach dem System mal meine Frauen auswählen? Weißt du, endlos nerven und gucken, welche übrig bleibt. Und dann kannst du dir sagen, ja, wird wahrscheinlich auch für den Rest des Daseins funktionieren. Die Dame frisst und ist nicht gleich abgehauen, ja? Ich bewerf das Ratini nicht mit Stein, das kannst du vergessen. Och, Menno. Ratini. Nee, eigentlich will ich gar keinen Ratini, ich will einen Dragonier, aber dazu brauche ich einen Ratini. Dragonier ist meiner Meinung nach das hübscheste Pokémon, was wir in dieser Generation finden können. Na gut, Bulnona ist auch ganz gut, aber Dragonier ist so ein Ticken besser. Wo ich gerade so hübsches Test sage, da fällt mir ein, ich habe neulich mal den Superlativ von beschissen gegoogelt, weil Word zu mir meinte, der Superlativ von beschissen existiert nicht. Wie verfehlt? Wie verfehlt? Was heißt hier verfehlt? Seit wann gibt's denn verfehlen? Okay, wir werfen hier keine Köder mehr hin, wir werfen nur noch mit Bällen. Das heißt, es sind Entons, dann werfen wir mit Steinen. Ihr habt sowieso Minderwertigkeitskomplexe, vor euch fliehe ich einfach nur. Ich bin einmal auf so eine Krabbe reingefallen, nicht nochmal. Enton. Für alle, die sich jetzt übrigens beschweren, dass nur langweilig geangelt wird. Ihr wolltet unbedingt neue Folgen haben, ne? Die Kommentare sind ja übergeschäumt. Wo bleibt Pokémon? Wo bleibt Pokémon? Wo bleibt Pokémon? Nein, das wünsche ich mir nur, dass das mal irgendwie... Aber nein, die Leute haben alle geduldig darauf gewartet, dass mal doch wieder was kommt. Könnte daran liegen, dass ich in Minnekraft angekündigt habe, dass ich gerade ein paar Problemchen habe. Aber ich will gerade Pokémon ins Wasser werfen. Habe ich einen Wunsch frei, weißt du? Stiefel. Gib mir irgendwas von Wert, während ich hier meine Zeit verplemper, beziehungsweise eure Zeit verplemper, weil... Ich will das ja machen, ne? Wildes Krabi. Zumindest ist das in meinen Augen so, dass gewilde Zeitverschwendung keine Zeitverschwendung ist, sondern eher so eine Art Zeitinvestition. Ich investiere also gerade Zeit, ich verschwende sie nicht. Ihr verschwendet eure Zeit. Oder vielleicht... Wie ist denn das?
Verschwende ich gerade eure Zeit oder investiere ich eure Zeit? Ich weiß, ich investiere meine Zeit, aber ich glaube, eure verschwende ich, oder? Kommt ganz drauf an, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Aber wer noch immer beim Angeln zuguckt, der wird es wahrscheinlich sehen wollen. Also habe ich eure Zeit auch investiert. Siehst du mal, ich bin ein guter Anleger, ne? Es wird an die Börse gehen. Ein wildes Krabi. Ich muss unbedingt mal noch eine neue Product-Review aufnehmen. Ich habe heute den ganzen Nachmittag am Intro geschnitten, weil jetzt waren 3 Product-Reviews draußen und irgendwie... Mir hat da was gefehlt am Anfang. Und so ein BÄM! Und jetzt gibt's ein BÄM! Einen mächtig großen BÄM! Wildes Krabi, ja, ich... Geh weg, du Opfer! Nein! Mein Ball! Komm raus aus dem Ball! Danke! Ist jetzt auch noch ein Boxenplatz voll... Nee. Also irgendwo ist auch mal Schluss mit der Güte gegenüber Minderheiten. Da muss man jetzt auch wieder aufpassen, ne? Ansonsten schreibt jemand in die Kommentare, du nimmst das Krabi nicht mit, du bist voll gegen Flüchtlinge. Die Welt ist so bescheuert geworden in den letzten 4 Jahren. Was einem alles unterstellt wird, das ist... Du musst nur mal irgendwo Nintendo erwähnen in einem Pokémon-Spiel und schon machst du Schleichwerbung. Der offensichtlichste Punkt, dass aber das Spiel, was man gerade spielt, eine riesengroße Schleichwerbung an sich ist, das sieht keiner, ne? Aber Product Placement im Let's Play. Das ist in etwa so wie nass werden beim Baden. Wie kann ich nur?